Hi, jo Leute, und ein allerherzlich willkommen hier zu einem neuen Part Bioshock. So, und ich bin immer noch ein bisschen sackig. Ich muss diese Aufnahme jetzt schon zum vierten Mal aufnehmen. Ja, und die Typen, die nerven mich hier auch alle so ein bisschen, aber egal. Oh, jetzt sind hier auch noch zwei, die hier rumquatschen. Das geht doch wohl nicht. Jo. So, tot. Nehmen wir mal einen Verbandskasten. Ja, wie gesagt, ich muss... Bin jetzt gerade dabei, diese Folge zum vierten Mal aufzunehmen. Ja, das Spiel hat sich irgendwie ständig aufgehangen. Und ich weiß einfach nicht, warum. Es hängt sich ständig auf. Ich nehme 10 Minuten auf, so ungefähr. Und dann blub, ist weg. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht schon wieder diese blöden Probleme, die ich schon mal hatte mit Bioshock. Naja, wir werden sehen. Also irgendwie bin ich auch kurz davor, die ganze Sache hier einfach zu lassen. Und es einfach dann zu pausieren erstmal, bis ich dann irgendwann wieder damit Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Jetzt nehme ich hier gerade mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf und muss mal gucken, ob es sich damit jetzt besser macht. So, Spider-Splicer. Oh, gleich zwei Verbandskästen gekriegt. Das ist ja natürlich cool. So, dann werde ich jetzt einfach mal weitergehen und dem grünen Pfeil folgen. Ist natürlich doof, dass ich jetzt hier alles kenne, ne, weil ich es jetzt ja schon zum vierten Mal mache. Aber wir werden es alles schon hinkriegen. Das sieht schon... Ich rüste schon mal was vor. So, und ich weiß, die ganzen Leichen haben hier nichts, deswegen werde ich sie auch nicht plündern. Und hier gibt es denn auch Leichen? Die sind keine Leichen, aber das werde ich jetzt gleich sehen. Oh, hier lag nämlich gerade noch jemand und der hat diese blöden Dinger da umgeschmissen. Und irgendwie kriege ich gerade Kopfschmerzen. Schon wegen jetzt Stress hier. So, ich gehe einfach mal weiter. So, die blöden Dinger muss ich eh nicht durchsuchen, weil sie eh nichts dabei haben. So, achtet jetzt wieder mal hier auf diese Leiche. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, oh, da ist er wieder weg. Wo sind die Leichen hin? Da liegen sie. So, Nummer 1. Und die hat schon wieder irgendwelche komischen Zuckungen. Das hatte ich schon mal. Lol. So. Gute Nacht, Sohn, für dich. Haben wir ja auch noch einen Bolzen übrig. Aber erstmal müssen wir Eve nachspritzen. So. Stell dir den Willen vor, den man braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Was? Das muss ich mir jetzt auch schon zum vierten Mal anhören. Oh, ich habe wieder Bolzen gekriegt. Das ist schön. Ich werde mal nachladen, auch besser. Wir kommen jetzt aber eh gleich in einen Raum, wo ich mir jetzt Bolzen kaufen kann. Ja, Leute, ich kann mir endlich Bolzen kaufen. Nämlich da drüben. Das werde ich auch gleich mal machen. Ja, hier ist ein Mr. Bubbles, wie ihr hört. Deiner Little Sister, aber auf die habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock gerade. So, den Hacken waren wir noch weg, aber das mache ich mit einem Auto-Hacker. So, ich mache eigentlich alles genau gleich, was ich schon viermal gemacht habe. So, dann haben wir jetzt wieder ordentlich Bolzen dabei. Eigentlich können wir uns auf Verbandskästen brauchen wir nicht. Ionischen Schrot haben wir auch keinen mehr. So, du hast gerade keine Liste, deswegen werde ich dich jetzt auch nicht verfolgen, sondern mir hier diese Memo mal anhören. So, viel Spaß dabei. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Die sind ja so schlau. Ups. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich habe dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages... Australia Day. Das müssen wir uns merken, Leute. Da kommt nämlich bald ein kleines Bürochen, wo wir diesen Code eingeben müssen. So, jetzt verfolgen wir hier einfach mal die Big Daddy. So, und ich weiß, dass du auch nicht echt bist. So. Ging doch ganz flotti. So, gibt es noch ein bisschen Knete hier. Oh, das laden wir mal lieber nach. Ach, ich liebe die Armbrust. Es war Ewigkeit, ein bisschen nachlädt.
aber... Was soll's? So, Big Daddy. Ich würde sagen, du bist jetzt Geschichte. Splittergranate! Splittergranate! Ah! Splittergranate! Oh! Splittergranate, habe ich gesagt. Oh, ich glaube, ich sollte mal die Waffe wechseln. So. Ah! Und ich bin tot. Mist! Okay. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, hier bin ich wieder. Okay. Mir zur Freude? Ich bin ja nicht dein Vater. Ist denn hier jetzt jemand? Hallo? Was? Mutter Gottes! Ich schicke dir Läuse! Ich schicke dir Bienen! Und beweg dich doch bitte nicht. Ach Mann! Das ist der einzige Nachteil an dem Ding. Wenn die sich so viel bewegen, dann kann man nicht gut treffen. Ah! Mann! Weiter! Jetzt bleib doch mal stehen! Los. Bleib doch mal stehen! Och, Mann. So langsam kriege ich hier echt zu viel. Eine kleine Kopfmarke. So. Jetzt ist, denke ich mal, Ruhe im Karton. Oh, Mann, war das gerade der Akt. Ah, gut, so toll ist die Armbrut vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben mit der. Aber es sieht jetzt erstmal ganz gut aus hier mit dem Spiel. Na gut, ich will es jetzt erstmal hier nicht heraufbeschwören. Wir spielen einfach mal weiter. Ich denke da nicht dran. Ich denke da nicht dran. Ich denke da nicht dran. Ups. Ach, ich will mal sprinten. Hier gibt es ja keine Sprint-Taste. Bei Bioshock Infinite kann ich nämlich auf Steuerung sprinten. Ja, Big Daddy, dich haben wir doch schon gehört. So, ich werde mal noch Schrot kaufen. Vorsichtshalber. Vielleicht noch ein paar Bolzen. So. Geht das mit den Bienen? Ah, dadurch wurde er abgelenkt. Cool. So. Damit bist du tot. So, und das ist unsere dritte Little Sister, die wir hier brauchen. Der Typ nervt. Wo ist er denn hin? Hallo? Ja, ich renne. Komm mal runter hier. Hallo, aber nicht bewegen, bitte. Bin ich dich jetzt... Oh, der ist ja ein bisschen komisch zusammengebrochen. Wow, ganze 2 Dollar. Na komm, Mädel. Guck mal, wir haben da deinen Elite-Bouncer. Der schläft jetzt nur. Der ist jetzt im Land der Träume. Für immer. Gucke. Guck mal, was wir Tolles haben. Eine leuchtende Hand. Guck mal. Der Elch fängt an zu... Guck mal, da leuchtet die. Ist das nicht cool? Na also. War doch halb so wild. Du hast mich gerettet. Tja, bin ich halt. Nun lauf. Schnell. So, ich werde mal schnell noch zum Gavros Garden rennen. Ach, wir haben ja keine Sprintentaste. Entschuldigung. So. Vielleicht sollte ich auch lieber doch mal lieber den Elektrobolt ausrüsten. Und mein Handy klingelt. Den Elektrobolt ausrüsten, weil dann bewegen die sich ja nicht so viel. Das ist, glaube ich, doch ein bisschen angenehmer mit der Armbrust. Gut, damit haben wir auch, glaube ich, alle Little Sisters hier aus dem... Hallo. Aus diesem Loch hier befreit. Ja, genau, halt die Klappe. Wir gucken mal, was wir hier noch alles finden. So viel Auswahl. Cyclone Trap. Wirbelsplicer hören die Luft, wenn diese über den Wirbel laufen. Ich glaube, ich nehme mal ein Techniktoniker-Slot. Verringert die Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Geschützenbots und Kameras. Verringert die Preise in Verkaufsautomaten. Alarmplatten und Belastungsplatten weniger beim Hacken.
Zweierler, ne? Das nehmen wir doch mit rein. Ein Kampftoniker-Slot vielleicht noch. Mit Rohrzangenschaden. Wenn du getroffen wirst, gibst du elektrischen Schlag ab und fügst dem in der Nähe Schaden zu. Das haben wir ja schon. Plus. Erhöht. Ah ne, das haben wir ja schon. Sie nehmen weniger Schaden. Sie nehmen weniger Schaden. Viel weniger Schaden. Ist das denn. Na, nehmen wir erstmal das. Könnte wir eigentlich noch, Zorn, aber nee. Nee, das ist schon gut so. Zack! Ja, das ist vielleicht doch schon besser, wenn wir hier mit den Elektrobolt arbeiten. Wird man noch einen kleinen, süßen Dings einwerfen. Wie heißt das denn? Verbandskasten. Genau, so. Dann kann ich jetzt mal wieder zurücklaufen. Und ich wollte schon wieder auf die Sprinten-Taste gehen. Mann, das ist nicht Bioshock Infinite. Ich muss das langsam mal lernen. Weil ich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe. Soll ich vielleicht mal machen? Ich habe so wenig Zeit in letzter Zeit. Ich bin froh, dass ich jetzt gerade die zwei Folgen jetzt hier gerade aufnehmen kann, die ich jetzt gerade aufnehmen werde. Hoffentlich, wenn das Spiel nicht wieder abschmiert. Tja, ja. Das mit der Uni, das nimmt momentan echt Ausmaße an. Die kann sich kein Mensch vorstellen, Leute. Oh, hier ist ein Verband. Huch, wo kam die denn jetzt her? Da ist er. Nein, vorbei. Oh, Gott sei Dank noch in den Bauch hier schon. Nein, nicht weg. Mann. Nein, jetzt ist er weg. Blöde Kuh. Lagerkiste. Was haben wir hier noch? Splittergranate, Napalm, Kuchen mit Cremefüllung. Lecker. Gut, das Ding ist kaputt. Das mache ich ja eh immer kaputt. Hast du hier noch was Schönes? Hier lag doch eine Eve-Spritze bei dir rum. Wo ist sie denn hin? Oh, das Slenderman. Der Trennschalter ist hier drüben, jawohl. Warum kann sich Ryan nicht selbst um diesen Scheiß kümmern? Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Bestell Fontaine schöne Grüße, du dreckige Ratte. Oh. Ich glaube, der wurde da unten gerade ein bisschen gegrillt. Und irgendwie passen gerade die Untertitel wieder nicht. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Oh, Strom deaktivieren. Das machen wir doch gleich mal. Ach, ich habe doch heute schon noch gar nicht gehackt. Selbst in meinen vorigen Aufnahmen habe ich es nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Nee, das wollte ich. So. Ach, das, ne, das ist ja schon voll passend hier. Mann, 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 Mann. So, da können wir jetzt auch reinhüpfen ins kühle Nass. Jetzt mal gucken. Noch bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Das wüsstest du gern, wer ich bin, wa? ist das alles schick hier. So, dann haben wir da auch noch eine Memo, die wir uns mal auch noch anhören werden. Genetisches Wettrüsten. Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Da bringt das der Herr aber voll auf den Punkt, muss ich sagen. Also, da hat er wohl recht. So. Zack. Zack. Mann, diese Leadhead-Splicer, die stecken aber ein bisschen mehr weg als die anderen. Hallo, wo ist denn hier noch einer? Oh, ich höre hier lauter Leute quatschen. Und das Spiel hängt schon wieder. Nein, es geht weiter. Oh Gott sei Dank. Verbandskasten. Es tut mir jetzt natürlich leid, dass es kurz gehangen hat. Aber lieber so, als dass es dann nicht weitergeht. Da wischt's gleich. Ja, Gott sei Dank.
Es geht weiter, Leute. Nein, oh, jetzt wird schon hier die Sprintentaste. So. Für dich getan, Vater. Dir zur Freude. Das ist hier ja schon wieder so ein Typ. Wo bist du? Sei verflucht, der du in der Stadt bist. Komm zurück. Ich möchte mal wieder meine Bienen nehmen. Ich hasse Bienen. Ich hasse auch Bienen, aber die sind toll. So, haben wir ja ordentlich Geld hier. Was können wir uns denn noch kaufen? Ein paar Verbandskästen wäre vielleicht nicht schlecht. Bolzen haben wir, obwohl ich nehme mir ein paar Bolzen mit. Man weiß ja nie, die gehen einem da doch schneller aus, als man denkt. Blöder Zirkus der Werte. Nervt ja eigentlich voll das Ding. Ups. So, Bini Bienen. Hier muss ich jetzt lang. Ups. Lagerkiste. New Invent wäre mal wieder geil. Splittergranate. Und mein Handy klingelt schon wieder. Und damit haben wir ja schon wieder ein schönes Tonikum. Sicherheitslücke 2. Warum wollen Sie wissen? Nochmal. Warum wollen Sie sie wissen lassen, wo sie stecken? Die neueste Version der Sicherheitslücke lässt sie mit Leichtigkeit jede Sicherheitskamera oder Geschütz umgehen. Nö, in Genbank bitte. Kassette, Zigaretten, Kassette. So, und dann hören wir uns hier noch diese schöne Memo an. Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten. Aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Tja, ja. Wo ist meine Leiche hier unten? Suche den Hitzeverlustmonitor. Oh, und da haben wir noch einen Peppriegel. Aktenschränkchen. Ah, ich wollte es schon wieder machen. Gut, dann folgen wir jetzt einfach mal wieder dem güldenen Pfeil. Zack. Hier kommt doch gleich wieder ein Typ oder irgendeine Typin oder irgendwer. Na, wer will hier auf die Fresse? Hm? Niemand. Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Das ist wahrlich das viel größere Wunder. Tja, kannst mal sehen. Ich bin ein Wunder, Leute. Ich bin ein Wunder. Der Rhein hat's ja gesagt. Ich bin ein Wunder. Was? So spricht Gott. Ich hasse Bienen. Ja, ich mag auch keine Bienen. Aber ich posaune das ja hier nicht überall rum. So, wir nehmen noch einen Verbandskasten, wie es uns das Spiel empfohlen hat. Das Wasser der Flüsse wird zu Blut. Los, liefere einen an. Geh. Du wirst nicht. Wo bist denn du? Juri. Ich hatte hier gerade die ganze Zeit gequatscht. Ah, da muss ich rein. Wo steckt der kleine Sünder? Der kleine... Huch. Was? Wie bin ich jetzt hier hochgekommen? Das war ja gerade ein Bug, lol. So, muss ich mal nach oben gucken. Ne, hier ist der auch nicht. Doch! Mach bloß keine Bienen! Ah, bloß das nicht! So. Gute Nacht. Ach, Bienen. Die sind schon cool. Der MP, die nehmen wir auch mal noch mit. So, dann haben wir jetzt hier hoffentlich jeden wieder erwischt. So weit. Dann kann ich hier mal wieder den güldenen Pfeil folgen. Der blöde Big Daddy ist mir jetzt einerlei.
Wir haben jetzt eh keine Little Sister oder so zur Verfügung. Wer Kräume? Ach Leute, ich sehe auch gerade, der Part ist ja schon vorbei. Deswegen werde ich mich jetzt hier hinstellen und ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat mit dem anderen Aufnahmeprogramm. Und wir sehen uns jetzt einfach im nächsten Part wieder. Also dann Leute, macht's gut. Ciao.